Warum machen wir das, Bernd? Es ist eine total dumme Idee, PlayerUnknown's Battlegrounds jetzt zu spielen. Das ist einfach Schwachsinn. Das Spiel ist zum einen, es ist halb tot und zum anderen sind wir scheiße in dem Spiel. Wieso spielen wir das jetzt? Ach ja, stimmt, weil wir Bock drauf haben. Das war's. Also legen wir mal los. Genau. Ich will kein Squad. Ich will schön solo. Und ja, während das Matchmaking startet, sage ich mal, hallo meine lieben Damen und Herren. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir spielen heute PlayerUnknown's Battlegrounds. Ja, wie ich gerade eben schon gesagt habe, einfach weil ich mal wieder Bock drauf hatte, das Spiel mal zu testen. Ich habe es in seiner Hochphase habe ich es relativ viel gespielt, ganze 139 Stunden. Das ist für mich viel. Und ja, ich wollte es jetzt einfach nochmal testen und mal gucken, weil ich letztens einen Bericht darüber gelesen habe, also dass die jetzt irgendwie eine große Offensive starten gegen Fortnite und so weiter und so fort. Und wollte ich jetzt einfach nochmal reingucken, wie sich das Spiel so entwickelt hat. Und als ich den Banner bei Steam gesehen habe, dachte ich schon, ja, das Spiel ist jetzt scheinbar schon Fortnite, aber ist okay. Ja, ich bin nur mal gespannt, weil ich war immer... Jetzt haben wir ein Problem. Zack, sind wir angekommen. Echt scheiße in dem Spiel, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, wenn ich ehrlich bin, nichts mehr. Man konnte ja walten, das habe ich noch mitbekommen. Da habe ich dann aber auch schon so langsam, habe ich da dann auch schon aufgehört zu spielen. Was ist das denn? Wo ist denn unser Flugzeug? Und was ist das denn? So ein blauer, krümeliger Kreis. Was ist das eigentlich für eine Map? Das ist ein fucking Vulkan. Hinter uns bricht ein Vulkan aus und es ruckelt. Ich versuche mal da hinten hinzukommen. Jetzt steige ich dann mal aus. Ich gehe jetzt einfach hier runter. Joa, leck mich doch am Arsch. Warum kommst du denn da auch runter? Der will aber dahin. Okay, ich will hier hin. Ich will da hinten hin. Okay, da will ich doch nicht hin. Wo will ich hin? Ich will hier hin. So. Wunderbar. Jetzt finde ich hier vermutlich nichts, weil das einfach nur ein Steinhaufen ist, wenn ich das gerade richtig sehe. Deswegen gucke ich erstmal kurz hier in diese kleine Hütte rein. Ich kann schon sagen, in der auch nichts ist, weil da ist keine Tür. Aber doch, es ist eine Tür vorhanden. So, ich lade mal kurz meinen Revolver nach. Meinen guten 7-Schuss-Revolver. Oh. Ich will ja jetzt nichts sagen, aber das, achso, jetzt wollte ich gerade gucken, wo man in Third Person wechseln kann, aber das ist ja Quatsch. Das brauchen wir hier ja nicht. Oh, da wird geschossen. Guck mal, da wollte ich eigentlich hin. Hat ja wunderbar funktioniert, Mann. Dann gehen wir mal da hoch zu den Ruinen. Nee. Niemand. Sah zumindest nicht danach aus. Wir sind mal gespannt, was wir in dieser Runde hinbekommen. Es sind noch 42 Leute am Leben. Wir sind zumindest schon mal in den Top 50. Wie sag mal, so schön beschweren kann ich mich da eigentlich eher weniger. Einmal ganz kurz alles durch. Ach, guck mal. Also ich beschwere mich nie wieder, hier hinten bei den Steinhaufen runterzukommen. Das ist ja, das tut ja gar nicht mal so weh. Warte mal, hier so alles. Ah ja. Das nehmen wir. Genauso wie wir auch die Schrotflinte anstelle von der Mac-10 nehmen. Das ist... Ach, guck mal. Eine Schutzweste wäre noch ganz schön. Ich komme hier nicht durch die Tür. Das war ja gerade ein Sound. Haben wir hier eine Schutzweste für mich? Nein, natürlich nicht. Keine Schutzweste für mich und Bernd. Ist egal. Wir gehen, ohne nachgeladen zu haben, natürlich, in den frontalen Häuserkampf hier. So, jetzt stürmen wir. Ja, hallo? Hier ist niemand. Das ist schon mal gut. Können wir mal gerade schauen, dass wir hier mal ein bisschen unsere Waffen ganz kurz mal so ein bisschen aufbessern. Das ist ein weites Magazin, das behalten wir mal. Ah, wie viel Schuss haben wir jetzt drin? 10. 10 Schuss mit der Desert Eagle, das sollte jemanden wegfetzen. Ja. Nani? Omae wa mou shindeiru. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Ich hab einen Kill gemacht. Ich kann was Gutes in das Video reinschneiden und muss mich nicht schämen.
Seit wann gibt's denn Panzerfäuste? Und vor allem, wofür gibt's Panzerfäuste? Warum flüstere ich eigentlich? Der kann mich sowieso nicht hören. Hui! Da hast du mich aber erschrocken, du! Ist sie besser als mal? Besser als... Nein, okay. Scheinbar nicht besser als meine. Cooles Oberteil. Das möchte ich mitnehmen. Und eine Pfanne. Ist die Pfanne immer noch so OP oder ist sie jetzt mittlerweile nicht mehr... Da kommt eine neue Hose. Nehmen wir auch noch. Wunderbar. Schaut's euch an. Ein Model ist er. Ja, okay. Wir haben 2 Kills gemacht. Das ist wunderbar. Das läuft. Und wir sind gut aufgestellt jetzt eigentlich. Also ich kann mich jetzt nicht beschweren. Was sagt denn eigentlich unser Kreis? Der sagt noch gar nichts. So, da kommt ein Heli. Kann ich den nicht mit der Panzerfaust abschießen? Das ist doch ein Witz. Ihr habt doch damals Witze darüber gemacht, dass man... Dass, oh, guck mal, eine Panzerfaust, habe ich damals gesagt. Und jetzt gibt's die wirklich. Die Frage ist, gibt's jetzt auch Panzer, die sich mir stellen? Wie gesagt, ich kenne das Spiel überhaupt nicht mehr. Sind auch nur noch 18 Leute am Leben. So, da hinten wird geschossen. Ich warte mal aber gerade, bis so die Zone durch ist. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich diese blöde Panzerfaust mitnehme. Die lächelt mich ja dann doch schon so ein bisschen an. Ja, tatsächlich. Jetzt habe ich eine Panzerfaust. Das ist ja klasse. Ich lade erstmal wieder meine Schrotflinte nach. Okay, die Zone ist durch. Und ich bin auch durch. Ich muss 30.000 Kilometer in die andere Richtung rennen, gefühlt. Und werde vermutlich spätestens hier dann verrecken. Also ich laufe jetzt hier rüber und dann laufe ich schön straight entweder da rein oder ich laufe über das Helipad laufe ich auf gar keinen Fall. Da bin ich tot. Bevor man auf einen Dauerlauf geht. Nochmal kurz hydrieren. Der Bereich verändert sich schon wieder in 40 Sekunden. Ja, meine Güte, nix hier hydrieren. Notfalls verreckst du halt an zu wenig Wasser. Ist halt dann so. Das ist ein Busch. Du willst mich verarschen. Ich bin nicht mal 2 Meter aus meinem Haus raus. Das können wir doch nicht machen. Wo bist denn du? Meld dich mal. Mäuschen, mach mal Piep. Nein, immer noch nicht. Mir fällt gerade mal so auf, die Map ist ja gar nicht mal so groß. Ich dachte, ich muss hier 3000 Kilometer laufen, bis ich hier bei dieser kleinen Scheißhütte ankomme. Dann sind das 20 Meter. So viel zum Punkt Dauerlauf. Das war ein Witz. Scheinbar. Machen wir jetzt den Straighten? Wir laufen jetzt straight geradeaus durch. Der Kruzifix noch eins, wir sind in der Top 10. Was ist denn hier los? Wie sag mal so schön, beschweren kann man sich da jetzt eigentlich eher weniger. Ich lauf ja rum wie die Axt im Walde, obwohl es gar keinen Wald gibt, was eigentlich die komplette Situation nur noch dramatischer macht. Immerhin habe ich nicht mal was, wo ich mich verstecken könnte oder so, oder wo ich wenigstens ein bisschen Deckung hätte. Ich setz mich jetzt da oben in ein Haus rein. Weste Stufe 3. Ja, moin. Ja, moin. Wenn hier jetzt noch jemand ist. Hallo? Niemand da? Okay. Oh. Skip it up and down. Oh! Ja, jetzt fragen Sie mich nicht, was so lustig war. Wir machen jetzt weiter mit der nächsten Runde. Das ist viel besser. Was ist das denn? Was ist denn mit ihm da vor mir los? Das ist ja noch schlimmer. Kriegt jetzt erstmal, der kriegt einen Schneeball ins Ziffer. Auf damit! Sehr ekelhaft ist das! Ist unchristliches Verhalten, würde ich behaupten. Fortnite-Tänze, überall Fortnite-Tänze, selbst in PUBG. Warum baut man denn sowas bitte sehr in sein Spiel ein, dass es Tanz-Emojis gibt? Also ich bitte euch. Was? Wo springe ich denn jetzt raus? Das ist auch schon wieder eine dieser Maps, die ich besonders gut kenne. Da habe ich jahrelang drauf gewohnt. Ich habe nämlich damals in der Kohlemine gearbeitet und habe dafür natürlich in Goroka gewohnt. Ach, guck mal. Yoshi hat ja auch sein eigenes Land aufgemacht. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Dann komm, dann gehen wir doch direkt mal den Yoshi besuchen. Der Yoshi-Org. Ist hier jemand oder hat hier keiner Bock? Okay, scheinbar mag keiner das Dino-Land. Yoshi hat einen Freizeitpark gebaut, den keiner mag. Das ist ziemlich deprimierend. So, jetzt gucken wir erstmal. Da ist der Yoshi. Das ist ja schön. Kann ich einen Titel schreiben? So. Guck jetzt erstmal hier, dass wir vielleicht hier die ein oder andere Waffe finden. Und uns damit dann vielleicht auch ein bisschen
den Weg freischießen können, weil irgendwie erinnert es mich gerade auch so ein bisschen an Zombieland. Ich weiß auch nicht. So, geh mal da rein, da ist eine AK. Oder eine AKM. Ohoho. Mensch, Magnus, wie konntest du das nicht erkennen, dass das eine AKM ist? Das muss man wissen! Hat noch nie jemand bei mir unten drunter geschrieben, aber das ist, irgendwann ist es immer das erste Mal. Was bist du? Du siehst interessant aus, dich nehme ich mit. Du siehst vor allem, Alter, auch so aus, als wärst du etwas, wo ich mein Achtfachvisier draufsetzen kann. Genau. Oh, aber du siehst so aus, als könnte ich dich nicht mit, als hättest du falsche Munition. Nee, hast du richtig, hat du richtige Munition. Ich hab nur falsche, hier keine Munition mehr dabei für dich. Gibt's denn hier auch noch irgendwie was anderes zu sehen? Bisher hatten wir nur Fressbuden. Was hab ich denn jetzt so? Kann ich noch irgendwas anderes hier brauchen? Nö, eigentlich bin ich ausgerüstet. Bis zum geht nicht mehr. Also Helm und hier eine Weste. Das wäre noch ganz cool, aber ansonsten geht's. Sekündchen mal. Ich hab hier doch gerade was. Alex. I'd hug you if I could. Das ist nett, das höre ich selten. Sehr selten. Das Mammut sieht ja auch gut aus, ey. Weste. Immer noch eine. Achso, warte mal hier. Ein Helm. Ja, noch besser. Was ist los mit mir? Was ist das bitte sehr für ein Comedy? Habe ich einen Schlaganfall? Nee. Scheint alles normal zu sein. Ich will da rein. Ich will da rein. Ja, da steht ein echter Dino. Da steht ein echtes Dino-Skelett. Das ist ja cool. Jetzt hoffe ich, dass hier eine Treppe hinter ist. Ist natürlich nicht. Ich entdecke hier gerade so viel im Dino-Land. Das ist so schön. Ich fühle mich wirklich wie so ein kleines Kind im Freizeitpark. Das macht richtig Spaß. Ja, na klar. Wer kennt das nicht? Eine Stachelfalle. Wo ist die blöde Stachelfalle? Die schmeiße ich jetzt einfach draußen auf die Straße. Das hat keinen Sinn, keinen Verstand. Machen wir jetzt einfach. Guck mal, da ist ja auch schon ein Fahrzeug. So, das fährt jetzt nicht mehr weg. Ach, Dosenschießen können wir machen. Das Lustige ist, dass das halt wirklich funktioniert. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Aber ich kann auch hier über die Schienen laufen. Das wollte ich nämlich noch herausfinden, ob das geht. Oh, meine Güte, Leute. Das könnt ihr mir noch nicht, die Möglichkeit könnt ihr mir noch nicht geben. Selbst wenn ich, es ist mir egal. Selbst wenn ich jetzt sterbe, das ist es wert. Oben in den Vulkan reinschauen. Das ist es mir wert. Mir wird nur schwindelig, weil es so hoch ist hier. Uiuiuiuiui. Und jetzt kann ich hier oben nicht reinschauen. Ich will ja nichts sagen, aber da fährt ein Zug. Da fährt noch ein Zug. Hier oben liegen Cheeseburger-Packungen rum. Das ist ja geil. Okay, und wie komme ich jetzt hier wieder runter? Gar nicht. Ja, sag ich ja. Und ich bin tot. Und ich bin tot. Na, jetzt bin ich tot. Das ist scheiße. Zeig mir wenigstens die Deathcam. Der Cheeseburger war's. Die hohen Cholesterinwerte. Meine Eltern haben es mir immer gesagt. Geh nicht zu oft da essen. Mann. Ja. Das ist das Outro. Ich habe zwar eigentlich noch eine Runde aufgenommen, aber die passt hier nicht mehr in das Video rein. Dafür ist das jetzt schon zu lang. Deswegen entweder kommt da nochmal ein extra Video oder halt eben nicht. Muss ich mir die Runde nochmal angucken. Ja. Danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.